Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die freundliche Vorstellung und natürlich für die Einladung, hier in dieser Reihe ein paar Gedanken vortragen zu können, ja, zu der Perspektive, wie man Zukunft denken kann und was meine, Schrägstrich unsere Lösung für diese Fragestellung des Zukunftsdenkens wären. Ich werde auch was darüber sagen, wie wir versuchen, praktisch die Schlussfolgerung aus dem Zukunftsdenken umzusetzen. In dem Zusammenhang werden wir auch zwei, drei kleine Filmchen nachher zeigen. Aber zunächst möchte ich Ihnen einfach mal etwas erzählen. Es ist ja eben schon angedeutet worden, der Übergang von der Wissenschaft in ein merkwürdig undefiniertes zivilgesellschaftliches Feld, wie ich eigentlich überhaupt dazu gekommen bin. Also ich bin Soziologe und Sozialpsychologe, wie bereits erwähnt, eigentlich über viele Jahre mit Erinnerungsforschung auf der einen Seite und Gewaltforschung auf der anderen Seite befasst. Und im Kontext der Gewaltforschung hat sich mir irgendwann mal die Frage aufgedrängt, wenn es denn richtig ist, was die Klimaforschung sagt, und ich glaube, es gibt sehr große Evidenz, dass das richtig ist, was sie sagt, was bedeutet das denn eigentlich für die Zukunft der Gewalt? Das ist ja eine interessante Fragestellung. Also wenn wir es mit zunehmenden Extremwetterereignissen zu tun haben, mit Veränderungen in den Überlebensbedingungen, mit verstärkten Rohstoffkonkurrenzen, Potenzialen für Gewaltkonflikte, die aus erzwungener Migration entstehen und so weiter. Wie sieht denn dann eigentlich die Zukunft aus? Und bei der Recherche, die dieser Fragestellung nachgegangen ist, ist mir aufgefallen, dass wir eigentlich in einem sehr fatalen, ja, wissenschaftlichen Stadium uns befinden, weil im Grunde genommen diese ganzen Problemstellungen, mit denen wir es im Kontext Klimawandel auf der einen Seite, aber anderen Zukunftsproblemen, die mit der Übernutzung von Ressourcen zu tun haben, mit zu hoher Emissionsproduktion zu tun haben und so, dass wir in all diesen Bereichen fast ausschließlich Natur- und technikwissenschaftliches Wissen haben. Und die Kollegenschar aus den Geistes-, Sozial-, Geschichtswissenschaften zu diesen Fragestellungen vornehm schweigt. Weitgehend. In den letzten Jahren hat sich ein bisschen was getan, insbesondere was Klimageschichte angeht. Die Historiker sind da etwas wacher als der Rest der Disziplinen. Aber es ist ja ein spektakulärer Befund, wenn man also feststellen muss, dass bei den bedeutendsten Stressfaktoren, die jetzt auf Gesellschaften unseres Typs, aber auch auf Gesellschaften anderer Art eindringen und in Zukunft noch stärker lasten werden, dass eigentlich Schweigen auf breiter Front zu verzeichnen ist. Sehr, wirklich sehr interessant. Und es ist natürlich auch insofern nicht nur interessant, sondern auch nahezu gefährlich, weil die Kolleginnen und Kollegen aus den Naturwissenschaften eigentlich ja keine Expertise dafür haben, wie Gesellschaften unter Stress funktionieren oder wie sie reagieren und was sie tun können und was ihre Entwicklungsperspektiven sind, was Potenziale sind, die dort möglicherweise zum Positiven oder zum Negativen entborgen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Und dieses Defizit finde ich wirklich eklatant. Und man muss auch sagen, wir haben verschiedene Versuche gemacht, also mal auch Sammelbände zu machen unter dem Titel Klimakulturen, Beiträge einzufordern aus den Bezugsdisziplinen, aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Und es war ein ausgesprochen mühseliges Unterfangen und so richtig viel hat sich da bislang noch nicht getan. Das ist interessant. Und es hat offensichtlich auch etwas damit zu tun, dass es eine doch ja, an vielen Stellen zu verzeichnende Rückzug dieser Disziplinen aus Gegenwartsthematiken gibt, weshalb auch viele andere gesellschaftliche Entwicklungen, die einen mit Sorge erfüllen können, wie zum Beispiel die Krisen in Permanenz und andere Dinge, ja doch vorwiegend nur von denen kommentiert werden, die eher Teil des Problems als von irgendwelchen Lösungen sind. Also, dass man zum Beispiel dann die Ökonomen zu Wort kommen lässt in Bezug auf diese Fragestellung, die sich ja nun auch nicht gerade besonders durch Brillanz ausgezeichnet haben in der Vorhersage der künftigen und dann jetzt eingetretenen Krisenentwicklung. Kurz und gut, da gibt es starke Defizite.
Wir haben versucht, mit diesen Defiziten so umzugehen, dass wir einige Untersuchungen begonnen haben, beispielsweise zu der Fragestellung, wie Gesellschaften mit Katastrophenereignissen umgehen, wie auch aus Erfahrungen gelernt werden kann, was Resilienzformen sind in Bezug auf das, was vielleicht auch in Zukunft hier an Umweltereignissen stattfinden wird. Solche Fragestellungen langsam zu bearbeiten. Aber wie eingangs schon gesagt, irgendwann erschien mir auch das Verbleiben im wissenschaftlichen Feld als etwas frustrierend. Und deshalb hat es eine Entscheidung gegeben, sozusagen mehr in die Praxis zu gucken. Und das möchte ich Ihnen zunächst mal begründen, wieso mir das als plausibel erschien, diesen Schritt zu machen. Punkt 1, man kann ja einfach sagen, wir haben kein Wissensdefizit in Bezug auf den Zustand des Planeten. Wir haben überhaupt kein Wissensdefizit. Morgen gibt es eine große Tagung in Hannover zum 40. Jahr des Erscheinens der berühmten Limits to Growth, der Grenzen des Wachstums. Jener Studie, die vor 40 Jahren eben mit Nachdruck darauf hingewiesen hat, dass man, wenn man weiter so mit der Übernutzung der gegebenen Ressourcen voranschreitet, man im Laufe der nächsten 100 Jahre schwere Probleme kriegen wird. Es ist übrigens ganz hübsch, wenn man die Studie heute nochmal liest, weil so apokalyptisch und alarmistisch, wie sie jetzt, wenn man den Namen Grenzen des Wachstums sagt, es sofort in den Diskussionen und sowas aufpoppt, war die überhaupt nicht. Die haben Szenarien entwickelt für einen 100-Jahres-Horizont und innerhalb dieser Szenarien, die sich im Wesentlichen mit Ressourcen, mit Bevölkerungszuwachs und mit Vermüllungsproblemen beschäftigt haben, haben sie gesagt, okay, wir befinden uns auf einem fatalen Entwicklungspfad. Und vor allen Dingen deswegen auf einem fatalen Entwicklungspfad, weil man es nicht mit linearen Steigerungslogiken zu tun hat, sondern mit exponentiellen, was den Punkt der Umkehr schwierig macht, wenn bestimmte Prozesse zu weit gelaufen sind. Das ist gewissermaßen der einzige alarmistische Aspekt gewesen, der die Autoren damals, Dennis Meadows und eine ganze Reihe von Kollegen vom MIT, dazu veranlasst hat zu sagen, wir müssen jetzt beginnen, uns über Umsteuerung Gedanken zu machen, weil im Jahr 2000 oder 2010 oder sonst was könnte das zu spät sein. So, das ist jetzt 40 Jahre her. Und wenn man jetzt die Daten sich anschaut, hinsichtlich der relevanten Bezugsphänomene, also Konsumsteigerungsraten, Materialentnahme, Emissionen, Energieverbrauch und so weiter, dann muss man doch mit einigem Bedauern und vielleicht auch Erstaunen feststellen, dass alles das, was damals gesagt worden ist, von sozusagen Details in den Zahlen abgesehen, in der Richtung her eingetreten ist. Und es ist geradezu ja, fast realsatirisch zu sehen, dass diese Autoren ja auch jeweils Updates vorgelegt haben ihrer Studie. Den letzten Update hat jetzt Jürgen Randers, einer der Mitautoren, gerade vor einigen Monaten vorgelegt mit einem Szenario 2052. Und ich habe mir die Dinger jetzt auch immer angeguckt und war gespannt, wie die Argumentation eigentlich aussieht. Wenn man 1972 schon den Katastrophenbefund hat, was macht man dann eigentlich 1992, 2002, 2012? Und die Autoren kommen auch in immer größere Argumentationsschwierigkeiten. Worüber soll man jetzt eigentlich noch reden? Ja, weil die Zahlen, die Daten sprechen halt für sich und die Situation wird immer enger des Umsteuerns. Nun könnte man einwenden, so schlimm ja auch wieder nicht, weil wir ja in Gesellschaften wie der unseren, früh industrialisierte Gesellschaften, ja seit einiger Zeit, auch angestoßen durch solche Veröffentlichungen und die dazugehörigen Debatten, ja eine deutliche Ergrünung feststellen kann. Ja? Die Grünen sind vor 30 Jahren gegründet worden. Wir wissen aus der Umfrageforschung, dass Umweltprobleme, insbesondere die Klimaproblematik, auf der Besorgnisskala der Deutschen ganz hoch rangiert, kreuzen wir 80% an, dass es das größte Zukunftsproblem ist. Wir haben eine Reihe von Innovationen in der Gesetzgebung gehabt. Wir haben auch eine kulturelle Durchwirkung der ganzen Gesellschaft durch diese grünen und ökologischen Themen gehabt. Es gibt
eigentlich keine Partei mehr, die nicht zutiefst ergrünt ist, was ja für die Grünen wiederum ein Problem ist. Wir haben auch keine Autowerbung mehr, die damit werben würde, dass das Ding in 6,3 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt, sondern wir haben Autowerbung, die mitteilt, dass dieses Fahrzeug fantastisch gut für die Umwelt ist. Wir haben Unternehmensleitbilder, die ausnahmslos Nachhaltigkeit, Klimaschutz in ihren programmatischen Formulierungen haben. Das heißt, man könnte sagen, es ist ja doch eigentlich unheimlich viel passiert. Und das stimmt. Es ist wahnsinnig erfolgreich auf der Ebene des Bewusstseins gewesen, was man an Debatten, an Daten aus den entsprechenden Untersuchungen und sowas in den kommunikativen Raum, in die kommunikative Benutzeroberfläche dieser Gesellschaft, auch der österreichischen, der Schweizer, zum Teil der französischen und anderer Gesellschaften hat spielen können. Wahnsinnig erfolgreich. Ein Aufklärungsprogramm. Großartig. Leider ist das Ganze nicht so erfolgreich, wenn man sich anguckt, was auf der Ebene des Faktischen passiert ist. Da stellen wir nämlich fest, dass wir einen unglaublichen Fortschritt im Bewusstsein haben, aber leider überhaupt keine Richtungsänderung, was die Faktoren Materialverbrauch, Energieverbrauch, Anwachsen von Emissionsmengen und so weiter haben. Und das ist ja nun ganz interessant, wie dieser Widerspruch eigentlich zustande kommt, dass man bewusstseinsmäßig ergrünt ist und praktisch noch total grau oder grauer, als man jemals gewesen ist oder was da als adäquate Farbe in dem Farbspiel einem einfallen würde. Wie geht das eigentlich zusammen? Wie kommt das eigentlich, dass selbst in einem Land wie der Bundesrepublik, wenn man die Daten der jeweiligen Rekordjahre 2010, 2011, wir verzeichnen jedes Jahr ein neues Rekordjahr im Ressourcenverbrauch, im Energieverbrauch und in der Emissionsproduktion. Und das macht nicht alles China, sondern Sie finden diese Zuwachsraten im Bereich von 3, 4% auch in solchen ergrünten Ländern wie Deutschland. Wie kommt das eigentlich zustande? Woran liegt das? Woran liegt das, wenn alle so bewusst sind, was das Problem ist? Und nun kann man was Interessantes feststellen, wenn man sich alleine mal anguckt, wie die Mengen der gekauften Güter anwachsen. Das ist ja was sehr Spektakuläres, wo sich so etwas wie wachstumswirtschaftliche Prinzipien ja durchsetzen, übersetzen in alltägliches individuelles Handeln. Menschen kaufen heute die doppelte Menge an Textilien als noch vor 10 Jahren. Doppelte Menge. Menschen kaufen heute ehemals langlebige Konsumgüter und schmeißen sie nach kurzer Zeit weg. Das sind ja Oberflächen, also Verhaltensveränderungen, die sehr tiefgehend sind. Ich habe neulich einen Artikel gelesen über ein Textilunternehmen, was ich noch nicht kannte, Primark. Aus Irland, deren Geschäftsprinzip darin besteht, und so werden sie auch beworben und so werden sie auch kommentiert in der Presse, dass diese Klamotten, die man dort kaufen kann, so preiswert sind, dass man sie nicht zweimal tragen muss. Die sind natürlich von sehr minderer Qualität. Eine Jeans, die man dort kauft für 9 Euro, die kann man nach zweimal Waschen wegschmeißen. Ist aber für den Käuferkreis irrelevant, weil man sich halt genau das Waschen spart. Also eine Art Marketing-Satz, der in diesem Zusammenhang fällt, ist, man muss nicht zweimal mit demselben Outfit irgendwo hingehen. Muss man nicht. Weil man kauft das Zeugs, T-Shirt kostet 2,50, eine Jeans 9 Euro, benutzt es, schmeißt es weg. Ja? Das ist etwas, was symptomatisch ist für vieles, was sich im Konsumbereich ereignet und was man gar nicht so richtig zur Kenntnis nimmt, weil man meint, man ist ja als bewusster Konsument jenseits dieses blinden Konsums, was vollkommen unbesorgt um die Fragestellung ist, dass dieses ganze Zeugs ja irgendwo herkommen muss. Das wird ja irgendwo gemacht. Das muss auch irgendwo hergebracht werden. Oder nehmen Sie die Nachricht von gestern oder vorgestern mit dem Brand in dieser Textilfabrik in Bangladesch. Sehr spektakulär.
Ja, dass wir diese Bilder in den Nachrichten sehen und die verkohlten Produktionsstätten, aber im Grunde genommen bis auf dezente Hinweise, wofür dieses Zeugs da eigentlich unter diesen Bedingungen hergestellt wird, sich ja gar kein Transfer herstellt zu unserer Konsumpraxis. Da wird das gemacht unter diesen Bedingungen, aber die Produkte, die man kauft, tragen nicht diese Geschichte in sich, sondern sie tragen eine Geschichte in sich, die sagen, du bist total cool, wenn du möglichst viel von diesem Zeugs hast und wenn du es möglichst unsorgfältig und nicht achtsam behandelst, wenn du es so schnell wegschmeißt, wie es nur irgendwie geht. Möbel, Ikearisierung der Welt, derselbe Vorgang, den Sie dort sehen können. Es ist noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar gewesen, dass man Möbel als reine Modeartikel gekauft hat. Heute müsste man sich mal vorstellen, dass Menschen zu IKEA gehen, ein älteres Ehepaar, sinnieren, vor einem Schrank steht, Bjurstar oder wie die Dinger heißen, ein bisschen rumgeht, probiert, Tür auf, Tür zu, Schublade und so und dann sagt, super Schrank, den kaufen wir. Davon werden vielleicht unsere Enkel noch was haben. Ja? Völlig undenkbare Vorstellung. Das ist, geht gar nicht, sondern man kauft diese Dinger, um mit ihnen zum Beispiel nicht mehr umzuziehen, sondern im Falle des immer häufiger werdenden Umziehens, die an die Straße zu stellen, weil sie sowieso nichts wert sind und weil sie ohnehin relativ schnell kaputt gehen. So, was diesen Produkten nicht ansehbar ist, ist, dass in sie wiederum viel mehr Aufwand reingeht, energetisch vom Transportaufwand her, von der Art, wie diese Produkte zustande kommen, von den Produktionsweisen her, als in den ehemals getischlerten Schrank, der dann aber jahrzehntelang gehalten hat und den man sogar noch gut finden konnte nach Jahrzehnten. Das ist diesem IKEA-Produkt auch nicht anzusehen. Und das können Sie durchmustern durch die ganze Produktkette. Man kann jetzt auch darüber sprechen, wie das eigentlich funktioniert, dass so ein Unternehmen wie Apple Produkte an den Verbraucher bringen kann, von dem dieser Verbraucher nicht mal die leiseste Ahnung hat, dass er ein Bedürfnis danach haben wollte, jemals. Das ist ja was Verrücktes. Man könnte jetzt hier im Saal fragen, seit wann gibt es iPads? Die meisten Leute würden sagen, seit 5, 6 Jahren. Es gibt es aber erst seit 2010, diese iPads. Ja, jetzt in Generation 4 oder sowas in der Art. Und man merkt an der Einführung solcher Produkte und an der Gewöhnung in solche Produktlandschaften hinein, dass es letztlich ja gelungen ist, im Grunde genommen nicht mehr Produkte zu kreieren, sondern dass es eigentlich gelungen ist, die Menschen, die diese Produkte haben, eigentlich als Bedürfnisträger zu produzieren, ihnen zu sagen, erfolgreich, ungeheuer erfolgreich zu sagen, dass sie eigentlich hauptsächlich deswegen auf der Welt sind, weil sie dieses Produkt haben wollen. Und wenn es einmal da ist, versteht niemand mehr, dass man vorher ohne dieses Produkt auskommen konnte. Ja? Diese Leute, die campen, um als Erste das iPhone 5 zu bekommen, werden ja in Zukunft Dauercamper werden müssen, weil auch hier die Produktzyklen ja immer kürzer werden. Wenn die das Nummer 5 in der Hand halten, können sie sich im halben Jahr wieder hinsetzen, weil dann kommt 6. Ja? Und so weiter und so weiter. Und dasselbe finden Sie natürlich auch auf der Ebene vor, wenn Sie sich anschauen, dass vielfach die Produkte ja auch ergrünt sind. Also Sie kaufen ja heute nicht mehr einen normalen Kühlschrank, sondern Sie kaufen einen A++++-Kühlschrank. Sie kriegen wahrscheinlich demnächst von Herrn Altmaier sogar Prämien dafür, wenn Sie das tun. Das ist ja auch immer eine hübsche Sache, diese sogenannten Umweltprämien. Aber auch hier werden die Produktzyklen natürlich radikal kürzer. Und Sie kaufen eben nicht einen ganz ohne Plus-Kühlschrank alle 10 Jahre, sondern einen A++++ alle 2 Jahre oder sowas in der Art. Ja? Und auch hier ist nicht sichtbar, und darüber wird auch nicht gesprochen, was eben an Aufwand in dieses spezifische Produkt hineingeht. Weil die Optik ist dann immer darauf eingestellt, dass das Ding dann 3 Kilowatt weniger verbraucht als das Teil vorher oder sowas. Ja? Kurz und gut. Wenn man auf diese Ebene der zentralen Alltagspraxis in Gesellschaften unseres Typs schaut, wird einem klar, wo das Problem liegt. Und es liegt eben nicht auf der Ebene des Bewusstseins, sondern es liegt auf der Ebene der Praxis. Es liegt auf der Ebene der Praxis, der
des Alltags, der Lebenswelt, aber natürlich auch der wirtschaftlichen Praxis, die ja selbstverständlich darauf eingestellt ist und nur davon leben kann, wenn man permanent diese Bedürfniserzeugungsproduktion laufen lässt und wenn man ständig neue Dinger da irgendwie an den Mann oder die Frau bringen kann. Das Ganze nimmt für mich, wenn ich es nicht wissenschaftlich betrachte, im Grunde genommen surreale Züge an. Also wenn man solche Dinge zur Kenntnis nimmt, dass ja mittlerweile die Autos so groß sind, dass die Überholspuren in Autobahnbaustellen zu schmal geworden sind, ja, weil die Autos, man hat ja diesen eklatanten Größenzuwachs über die letzten Jahre zu verzeichnen, dass die jetzt alle 2,20 Meter breiter sind und jetzt das nicht mehr passt, worauf der ADAC, die größte NGO Deutschlands, folgerichtig fordert, man möge jetzt diese Autobahnüberholspuren verbreitern, weil die Autos nicht mehr drauf passen. Dasselbe Argument übrigens bei den Parkhäusern, weil mit dem Audi Q7 kommen sie nicht mehr vernünftig in ein Parkhaus rein. Also ist das folgerichtige Desiderat, bitte größere Parkhäuser. Ja? Und diese Überbietungslogik ist natürlich eine, und jetzt kommt der Bogen zurück zu 1972 und den Grenzen des Wachstums, die eben genau folgerichtig und mit einer unerbittlichen Konsequenz genau weiter in diese Richtung marschiert. Ja? Überhaupt nicht mehr gebunden gewissermaßen an das, was tatsächlich vitale Bedürfnisse wären, sondern in einer geradezu beschämenden Dimension, dass man selber ja, wenn man das mal merkt, wie man Teil dieser Vorgänge ist, ja sich geradezu ertappt fühlt, wie blöde man ist, dass man also diese Produkte, dass man sich gewissermaßen die eigene Welt zustellt mit Dingen, die man nicht haben will. Ja, wo früher ein Fernseher war, gibt es heute 6 Flatscreens. Vor der IFA, die gerade vor 2 Monaten in Berlin gewesen ist, war die Prognose für den Absatz von Großbildfernsehern für Deutschland bei 10 Millionen Stück für das nächste Jahr, bei 80 Millionen Einwohnern. Das muss man sich mal reintun. Und die Dinger sind so groß, dass gemessen an den Wohnungsgrößen die Leute auf den Balkon gehen müssen, wenn sie das Bild überhaupt scharf sehen wollen. Ja? Daran sieht man ja, dass das gar nichts damit zu tun hat, dass man irgendwie Lebensqualität erhöht und so weiter. Und jetzt haben wir diesen merkwürdigen, diese Loslösung von Lebenspraxis und Reflexion, von Nachdenken, von Aufklärung, von Informationsvermittlung und einer völlig entgrenzten Lebenspraxis, die ihr Heil tatsächlich nur noch darin findet, von allem immer mehr zu haben. Und das ist etwas, wo ich jetzt sowohl als Sozialpsychologe, aber auch als besorgter politischer Bürger sagen würde, naja, wenn das so ist, dann kommen wir leider mit der Aufklärung nicht mehr weiter. Denn die ist über 40 Jahre jetzt wunderbar erprobt. Sie hat auch zu gewissen Effekten geführt. Jetzt inzwischen ist sie so abgenutzt, dass keinerlei wissenschaftlicher Befund vom Alfred-Wegener-Institut, vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, von allen möglichen Instituten, die permanent neue alarmierende Befunde in die Medien schicken, dass kein einziger dieser Befunde einen noch aufregen würde. Sie alle kennen das, dass man das liest und sagt, oh, doch schon eisfrei. Ja? Nicht erst 2025, sondern jetzt schon. Donnerwetter. Oder die Bild-Zeitung hatte im Mai, ich glaube am 5. Mai 2012, nachdem der WWF seine Prognose veröffentlicht hat, eine Extra-Seite da drin, die war übertitelt mit den üblichen Bild-Zeitungslettern in dem Format: 2025 brauchen wir 1,5 Erden. Was ist das für eine Form von Kommunikation? Was teilt die mit? Da wurde dann aufgelistet, was das Problem bei den Meeren, bei den Böden, beim Klima und so weiter ist. Sachlich alles völlig richtig. Aber es wurde überhaupt nicht mitgeteilt, weder womit das was zu tun hat, noch was man dagegen tun könnte, sondern einfach alarmistische Kommunikation, die für gar nichts da ist, die sich völlig selber genügt und die im Grunde genommen, wenn es hochkommt, noch irgendwie ein Party-Talk-Funktion hat, weil ja
jenseits dieser Alarmismuskommunikation die ganze Welt weiterhin prima zu funktionieren scheint. Okay, hier und da Krisenerscheinungen, hier und da Extremwetterereignisse, aber in Deutschland sowieso nicht so schlimm. Tornados in Mittelhessen, na gut, merkwürdig und so weiter. Aber im Großen und Ganzen funktioniert ja alles weiter. Und es funktioniert ja auch in unserem Bewusstsein weiter, weil sich eigentlich niemand vorstellen kann, dass diese wunderbaren Verhältnisse, in denen man groß geworden ist, die man zu schätzen gelernt hat, in dieser Kultur des Alles immer, dass das irgendwann sich tatsächlich mal ändern könnte. Das heißt, die Kommunikation hat sich so abgeschliffen, dass es überhaupt niemand mehr ernst nimmt und dass es überhaupt keine Eindringtiefe in eben diese gelebten Praktiken hat. Und da nützt es auch gar nichts, wenn jetzt aus den Bereichen der Wissenschaft eben dieselbe Überbietungsstrategie versucht wird, wie man das andererseits sonst im Marketing und sonst was hat. Also wenn beispielsweise mitgeteilt wird vor der Kopenhagen-Konferenz, es handle sich um die wichtigste Konferenz der Menschheitsgeschichte. Oder jetzt für Doha gibt es auch irgendwelche Superlative und so weiter. Und diese Überbietungskommunikation hat ja überhaupt gar keinen Sinn. Was bedeutet das denn, wenn die wichtigste Konferenz der Menschheitsgeschichte scheitert? Oder was wissen wir denn überhaupt, was in der Menschheitsgeschichte eigentlich wichtige Schritte gewesen sind? Ja? Das ist sozusagen etwas, wo sich der ganze Alarmismus und Katastrophismus total abnutzt, beziehungsweise wenn man sich die Karriere der internationalen Klimakonferenzen anguckt, sozusagen nur Teil desselben Problems wird. Es stand heute in der FAZ zu lesen, wunderbar, dass gerade eine Kollegin aus England eine kleine Studie gemacht hat, wo sie eigentlich die Teilnehmerzahlen der 17 bislang internationalen Klimakonferenzen sich mal angeguckt hat und mit Überraschung festgestellt hat, dass 1995 bei der ersten internationalen Klimakonferenz 747 Teilnehmer gewesen sind, während es jetzt in diesem Augenblick in Doha 17.500 sind. Regierungsdelegierte plus 7.500 Mitglieder von NGOs plus 1.500 Journalisten. Ja? Eine fantastische Steigerungslogik, die einem doch nur eines deutlich macht, dass wir in einer Gesellschaft leben und in einer Wirtschaftsform existieren, die in der Lage ist, auch alles noch gewissermaßen zu einem Betriebssystem zu machen. Und wir haben fatalerweise eine Situation, wo wir auf der einen Seite eine Art Besorgnisindustrie haben, die fantastisch funktioniert, und auf der anderen Seite haben wir eine Industrie, die schon etwas älteren Datums ist, die aber auch fantastisch funktioniert. Und die beiden Kreise, in denen die aktiv sind, stören sich überhaupt nicht oder kommen, wenn überhaupt, in diesen zitierten Leitbildern und in dem Bewusstsein und so weiter zusammen. Die ernsthafte Überlegung, wie man denn diese beiden Welten zusammenbringt, wie man das mal ernst macht und versucht, darüber zu sprechen, wie man Lebensstile umformatieren kann, wie man aus dieser wirklichen Fatalität herauskommt, diese mühevolle Angelegenheit, die wird kaum in Angriff genommen, der unterzieht sich keiner und der unterzieht man sich erstens deswegen nicht, weil es schwierig ist, zweitens deswegen nicht, weil wir bislang so gut gefahren sind und drittens nicht, weil niemand den Leuten sagen möchte, dass sie mit diesem Wohlstandsniveau und dieser Komfortzone nicht durchs 21. Jahrhundert kommen würden. Deshalb findet man ja so wunderbare Dinge wie Green New Deals und Green Economy und Green Growth und alles dieses, was da neudeutsche Schlagwörter sind, nur um nicht die Wahrheit aussprechen zu müssen, dass eine Kultur des Alles immer mehr auf einem endlichen Planeten nicht funktionieren wird und seine Halbwertszeit schon überschritten hat und dass eine Kultur des Alles immer weniger zu entwickeln die Aufgabe der Stunde wäre. So, und vor diesem Hintergrund haben wir, also eine Gruppe von Leuten, die ähnliche Überlegungen angestellt haben, uns vor einiger Zeit gedacht, dass man alles anders machen muss. Das ist ja prinzipiell immer ein guter Gedanke. Es muss alles anders werden. Aber insbesondere in Bezug auf eine Art umgestellter Kommunikation in Bezug auf diese Zukunftsfragestellung, Zukunftdenken. Wie denkt man denn eigentlich Zukunft? Da taucht ja sofort die Frage auf, denken wir eigentlich Zukunft, wenn wir alarmistische, katastrophistische, apokalyptische Kommunikation machen? Denken wir eigentlich, wenn wir sagen,
Der Carbon Footprint muss reduziert werden, der ökologische Rucksack muss reduziert werden. Denken wir eigentlich Zukunft? Oder ist nicht die Argumentationslinie, die dann immer zum Tragen kommt, eigentlich die, wir können nur unseren Zustand aufrechterhalten, wenn wir jetzt dringend diese Footprints, Rucksäcke und so weiter reduzieren? Ist der Bezugspunkt der Katastrophenkommunikation Zukunft? Oder Gegenwart oder nicht sogar Vergangenheit. Ist diese Kommunikation nicht überhaupt prinzipiell total reaktiv? Macht die überhaupt kein Tor auf in das, was man denn eigentlich vielleicht denken könnte als Zukunft? Ist Zukunft nur sowas wie Gegenwart plus alles wie jetzt nur erneuerbarer oder grüner oder sowas in der Art? Das kann es ja nicht sein. Das kann es auch deswegen nicht sein, weil uns ja, wie gezeigt, jeder Schritt auf diesem Wege tiefer in die Fatalität führt, auch wenn es dann angeblich eine energieeffizientere Untergangsperspektive ist. Also, die Idee, die man, glaube ich, gut begründen kann, ist, man braucht eigentlich wieder Zukunft in der ganzen Debatte. Und diese Idee ist ja auch sozusagen, wenn man in Beispiele geht, sehr, sehr einfach sofort sehr sinnfällig zu machen. Wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, dass eine autofreie Stadt eine enorme Erhöhung von Lebensqualität bilden würde in Bezug auf Luft, Lärm, Eroberung öffentlichen Raumes, Nichtgefährdung von Menschen, Verringerung von Todes- und Verletztenzahlen, veränderte Erziehungsmodelle. Ja? Heutzutage muss man einem Kind, sobald es zum ersten Mal zur Selbststeuerung fähig ist, sofort davon abhalten, irgendwo hinzulaufen, weil es dann totgefahren wird und so weiter. Wofür bräuchte ich denn für die Konzeption einer Stadt als benutzbaren Raum eigentlich den Klimawandel? Wozu brauche ich da eine Katastrophenkommunikation? Ich kann doch auch sagen, eine solche Lebensweise ist doch erstrebenswert, ganz egal, ob es eine Katastrophe gibt oder nicht. Nur als ein Beispiel. Ich kann doch sehr viele Fragen darüber formulieren, wie ich zum Beispiel Lebensqualität erhöhe, indem ich weniger konsumiere, wie ich mein Empfinden für Zeit und Raum verbessern kann, wenn ich weniger mobil bin und sonst was positiv begründen und brauche doch den ganzen alarmistischen Zauber überhaupt nicht dafür, müsste mich dann aber der Mühe unterziehen, die Frage zu stellen, nicht zu beantworten, aber zu stellen, wie man eigentlich leben will. Das heißt, das in der Vorstellung zitierte Wort von der Alternativlosigkeit, das würde nicht möglich sein. Ist übrigens demokratietheoretisch auch nicht möglich. Demokratie besteht in der Abwägung unterschiedlicher Alternativen. Insofern kann es Alternativlosigkeit in der Demokratie überhaupt nicht geben. Aber es kann es auch nicht geben, wenn wir einen Bezugspunkt hätten im Zukunftdenken, der tatsächlich über unsere Gegenwart weit hinausweist. Oder was heißt vielleicht gar nicht so weit, vielleicht nur 10 oder 15 Jahre. Zum Beispiel sich mit der Frage zu konfrontieren, wie will man eigentlich 2025 leben? Oder wie will man, wenn man gestorben ist, eigentlich gelebt haben? Das ist das Futur 2. Wer will man eigentlich gewesen sein? Möchte man jemand gewesen sein, in dessen Bilanz auftaucht, dass man sowohl das erste als auch das zweite und das dritte und vierte, fünfte und sechste iPhone besessen hat? Dass man immer ganz vorne gewesen ist, im Nachhecheln von irgendwelchen Sinnangeboten, die mit einem selber überhaupt nichts zu tun hatten? Oder möchte man jemand gewesen sein, der vielleicht was Intelligentes gemacht hat, weil er die Bereitschaft entwickelt hat, Zukunft zu denken? Und nicht nur zu denken, sondern Zukunft auch zu tun. Das ist der zugrunde liegende Gedanke bei dem, was wir jetzt tun mit der Stiftung Futur 2. Und da es dabei im Wesentlichen um die Umstellung von Kommunikation geht, haben wir uns auf die Suche gemacht und gesagt, der zweite Punkt ist ja der bei dieser Katastrophen- und alarmistischen Kommunikation, man muss ja raus aus den Konjunktiven. Ja, ich finde es so leid, diese Vorträge zu hören, die immer sagen, wir müssen unseren Carbon Footprint um so und so viel verringern. Wir müssen auf ein Pro-Kopf CO2-Budget von 2 Tonnen pro Jahr kommen und so weiter. Wir müssten unser Leben verändern, etc. Ja? Das Ganze erschöpft sich immer im Konjunktiv.
wobei die Realität eben nicht im Konjunktiv sich abspielt, sondern ganz handfest wird. Aber das, was man dazu sagen kann, endet immer im Konjunktiv. Und wenn man aber hinschaut, was manche Menschen so tun, dann stellt man fest, dass es selbst in dieser real existierenden Gesellschaft eine Fülle von Projekten gibt, ganz unterschiedlicher Machart, ganz unterschiedlicher Gegenstandsbereiche, die den Konjunktiv längst verlassen haben, sondern einfach sagen, wir machen jetzt mal was. Wir machen mal ein Unternehmen, was sich den Wachstumszwängen entzieht. Wir machen mal ein Gemeinschaftsprojekt auf städtischen Brachen. Wir machen mal diverse Dinge. Und Futur 2 beschäftigt sich zunächst einmal damit, diese Projekte zu recherchieren, weil die haben eigentlich kaum eine Öffentlichkeit, diese Projekte. Übrigens auch deswegen, weil die mediale Öffentlichkeit nicht darauf geeicht ist, gute Geschichten zu erzählen. Ja? Das ist auch interessant, können wir in der Diskussion noch darüber sprechen, wieso das eigentlich so ist. Die werden nicht Dinge, die gelingen, und schon die gelingen gegen das Business as usual, werden kaum erzählt. Also haben wir uns aufgemacht, solche Projekte zu recherchieren und darüber nicht Broschüren zu machen, voller Daten über deren Emissionsreduzierung und Klimabewusstsein und Erfüllung von so und so ISO 2537 oder sonst was, sondern über diese recherchierten Geschichten, über diese recherchierten Fälle erzählen wir Geschichten. Ganz klassisch, altmodisch Geschichten mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss, mit handelnden Personen, manchmal auch mit Schwierigkeiten, manchmal auch mit der drohenden Geschichte des Scheiterns und so weiter. Aber Geschichten aus dem einfachen Grund, weil Geschichten nach wie vor das Medium sind, in dem wir uns alle verstehen, in dem wir auch die anderen verstehen und weil man Geschichten braucht, in die man sich einschreiben kann, wenn man überhaupt eine Perspektive auf Zukunft entwickeln will. Eine Zukunft ohne Geschichte gibt es nicht, aber nicht nur eine Geschichte im historischen Sinne, sondern Geschichte als Narration, wo es handelnde Personen gibt, wo es Identifikation gibt, wo es Emotionen gibt und so weiter. Und wir erzählen diese Geschichten, geschrieben von professionellen Journalisten, einerseits auf unserer Homepage futur2.org, aber andererseits auch, indem wir Kollaborationen machen mit Medien, wo dann diese Geschichten zum Beispiel auch in Filme umgesetzt werden. Und davon haben wir auch ein paar hier parat. Deshalb würde ich jetzt mal um den ersten Film bitten. Made in Niederösterreich, in der Krisenregion Waldviertel. Heini Staudingers Schuh- und Taschenfabrik ist die letzte Überlebende einer hier ehemals blühenden Schuh- und Textilwirtschaft. Der 58-Jährige macht einfach nicht mit beim globalisierten Wettbewerb. Er hält Handwerk und Arbeitsplätze vor Ort und verändert damit als Einzelner eine ganze Region. Angefangen hat alles 1973 mit einer Mopedreise zweier Studenten. Von Österreich nach Tansania. Und wir haben genau ein halbes Jahr gebraucht, bis wir dort waren. Und ich sage, ich bin unendlich dankbar für das, dass ich diese Reise erleben habe dürfen. Und ich sage, dass Afrika quasi ein ganz wichtiger Lehrmeister in meinem Leben war. Und die wichtigste Botschaft dieser Lehre, die ich dort gemacht habe, heißt, es gibt im Leben nichts Wichtigeres als das Leben. Leben und leben lassen. So Heini Staudingers Unternehmensphilosophie. Begonnen hat er vor 30 Jahren mit dem ersten Schuhladen in Wien. Inzwischen sind es 30. In Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Mitte der 90er übernahm Staudinger die Schuhfabrik in Schrems kurz vor der Insolvenz. Er startete mit 12 Mitarbeitern. Heute sind es 120. Produziert wird lokal, nachhaltig und entschleunigt. Akkordarbeit habe ich nie leiden können. Und
Die modernste Schuhindustrie funktioniert so, dass das Werkstück nicht mehr auf einen Tischshow zwischengelagert wird, sondern von Hand zu Hand weitergereicht wird und in einen 12-Sekunden-Takt rennt es. Das heißt, ich kriege den Schuh, habe 12 Sekunden Zeit für meine Arbeit und muss ihn an die nächstfolgende Person weitergeben. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass da Leute, egal ob es in China, Vietnam, Skandinavien, Kanada oder Österreich oder Deutschland ist, dass Leute 40 Stunden die Woche alle 12 Sekunden das weitergeben müssen und dabei immer ihren Arbeitsschritt erledigen müssen, da sage ich klipp und klar, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Mensch deswegen auf die Welt gekommen ist. Und dass wir das zulassen, habe ich das Gefühl, da ist schon so viel Entfremdung auch zum eigenen Selbst nötig, dass man das zulassen kann. Das heißt, Akkord ist nicht in Frage gekommen. Menschenwürdig wirtschaften kann erfolgreich sein. Die Mitarbeiter in der Waldviertler Fabrik verdienen mehr als ihr Chef, inklusive wöchentlich kostenlosem Biogemüse, Eiern und Käse. Die Staudinger örtlichen Bauern abkauft und so nebenbei die regionale Landwirtschaft wiederbelebt. Finanziert wird die im Vergleich zu China teure Schuhmacherei vor allem vom Werksverkauf bei der Fabrik. Sie ist zum regelrechten Pilgerort bewusster Konsumenten geworden. Vor Jahren hat Staudinger sein ganzes Privatgeld losgelassen und in die Firma investiert. Seither lebt er von weniger als 1000 Euro im Monat und ganz frei vom Trieb der Gewinnmaximierung. Und wenn mein Sinnen und Wollen hauptsächlich die Vermehrung von meinem Geld im Auge hat, na, dann wird das alle Entscheidungen beeinflussen. Wenn aber die Vermehrung von meinem Geld eine völlig unbedeutsame Geschichte ist, na, dann kann ich viel, viel leichter fragen, was muss ich jetzt machen, dass es einen Sinn macht? Eine dieser sinnvollen Entscheidungen, Unabhängigkeit von Banken. Großinvestitionen wie die 1,5 Millionen Euro für die neue Lagerhalle werden von einem Sparverein finanziert. Kunden und Freunde legen Geld an, Staudinger zahlt die Zinsen, die er der Bank auch zahlen müsste. Das Geld bleibt in der Region. Und auch der Strom kommt vom eigenen Dach. Den von der Konsumgesellschaft künstlich erzeugten Mangel spürt Staudinger schon lange nicht mehr. Das Glück kann sich nur entwickeln, wenn man mit diesen Wünschen aufhört und das ein bisschen verinnerlichen kann. Ich habe den Satz von Seneca so gern: Nie ist zu wenig, was genügt. Und wenn wir das genießen können, dass wir das haben, was genügt, wunderbarer Boden fürs Glücklichsein. Und da habe ich nur einen netten Satz. Wer Vitalität pflegt, wird Lebensfreude ernten. Wer Geld pflegt, vielleicht Zinsen. Ja, das ist eine von mittlerweile mehr als 100 Geschichten, die natürlich in dieser filmischen Fassung sehr eindrücklich sind, weil man die Personen auch sehen kann. Und bei der Person Heini Staudinger ist natürlich interessant, dass der eigentlich alles falsch macht oder gegenteilig macht von dem, wie man es normalerweise erwarten würde. Funktioniert aber. Das ist das Eigenartige dabei. Und wir erzählen diese Geschichten ohne Botschaft. Das ist vielleicht ganz wichtig, auch darüber können wir nachher diskutieren, weil wir der Überzeugung sind, dass die eigentlich für sich stehen. Und wenn man die jetzt wieder umkränzen würde mit irgendeiner Moral, mit irgendeiner Mitteilung, nun werdet alle wie Heini Staudinger, dann werden wir die Erde retten oder sowas, dann würde man den Effekt natürlich sofort zunichte machen. Diese Geschichten werden in den unterschiedlichen Medien erzählt wie eine Flaschenpost. Die kommen innerhalb der Normalformate daher und sind irgendwie gar nicht
weiter kontextualisiert. Und was weiterhin wichtig ist bei den Geschichten, die wir erzählen, es gibt eigentlich nur zwei Kriterien, nach denen wir diese Geschichten auswählen. Und das ist, einerseits ein Aspekt von Nachhaltigkeit, also in Bezug auf Ressourcen haben muss, und andererseits einen sozialen Aspekt haben muss. Dass man diese beiden Dinge zusammenbringt, weil da merkt man, wie in diesem Beispiel, steckt natürlich auch eine wahnsinnige Kreativität plötzlich drin, die da freigesetzt wird. Und man merkt es auch, zumindest geht mir das so, ich habe diesen Film jetzt natürlich schon x-mal gesehen, er gefällt mir immer noch, weil man an so einer Person natürlich auch etwas mitkriegt, was man bei keinem Studieren eines Diagrammes oder der neuesten Meldung über die Situation der Arktis oder die neuesten Mitteilungen zur Klimakonferenz oder sowas bekommt, dass man es hier mit handelnden Personen zu tun hat, die was tun, was man möglicherweise auch tun könnte. Das ist für mich als Sozialpsychologe die entscheidende Geschichte dabei, dass wir eigentlich, wenn wir diese Geschichten erzählen und präsentieren, nichts anderes zeigen, als dass man in einer freien, reichen Gesellschaft unglaublich große Handlungsspielräume hat und dass sich diese Personen eigentlich nur dadurch von allen anderen unterscheiden, dass sie ihren Handlungsspielraum wahrnehmen und nicht nur wahrnehmen, sondern damit auch was machen und damit dann zu merkwürdigen Ergebnissen kommen und vielfach tatsächlich auch dann Nachahmer finden. Das heißt, wir haben auch gar nichts dagegen, gegen sowas Altmodisches, Geschichten über Vorbilder zu erzählen. Und deshalb decken wir ein sehr breites Spektrum ab mit diesen Geschichten, die reichen von ehemaligen Vorstandssprechern von großen DAX-Konzernen, die sich dann vom Saulus zum Paulus in etwas gewandelt haben, auch eine Stiftung gegründet haben und plötzlich alles anders machen als das, was sie vorher für wichtig gehalten haben, bis zu einzelnen Personen, die sich aus Hartz IV heraus bewegen, indem sie eine kleine Produktion in ihrer Küche eines ökologischen Reinigungsmittels auf Rote-Bete-Basis machen und damit erfolgreich sind. Das ist das Interessante dabei, dass das Nutzen von Handlungsspielräumen keine Frage der sozialen Schicht ist. Es kommt ja auch immer das tolle Argument, ja, Öko ist ja ganz schön und gut, aber das muss man sich ja leisten können. Ja, Veränderung von Gesellschaft, schön und gut, aber das ist eine elitäre Angelegenheit. Das ist totaler Blödsinn, weil natürlich die Menschen in so einer Gesellschaft wie der unseren selbstverständlich nicht alle den gleichen Handlungsspielraum haben. Meiner ist viel, viel größer als der allermeisten in dieser Gesellschaft und schon viel, viel größer von einem Hartz-IV-Empfänger oder einer Hartz-IV-Empfängerin. Aber es ist eine so bornierte Behauptung, dass diese Leute schon allein aufgrund ihrer sozialen Lage handlungsunfähig wären, dass man da eine völlig falsche Optik kriegt. Die bewältigen ja ihren Alltag unter viel größeren Mühen und häufig unter viel größeren Bewältigungskompetenzen als andere auch. Deshalb wählen wir bewusst das ganze Spektrum und erzählen halt Geschichten daraus. Und jetzt noch einen Film, bitte. So groß die Probleme sind im Wahlkampf, gehört es dazu, eine viel bessere Zukunft zu versprechen. Wesentlich unpopulärer ist es, offen darüber zu reden, welche Einschränkungen nötig sind, wenn es um die Rettung unseres Planeten geht. Wer will schon hören, dass er weniger Auto fahren soll oder weniger shoppen gehen und besser die alten Klamotten auftragen? Das Online-Projekt Futur 2 will keinesfalls ermahnen, dass wir uns alle mäßigen sollen. Es zeigt einfach anhand von gelungenen Geschichten, dass jeder Einzelne was bewegen kann. Initiator ist der Sozialpsychologe und Kulturwissenschaftler Harald Welzer. Begeistert hat ihn beispielsweise eine Recyclingbörse in Herford. Ach nee, ist doch richtig. Gleich wird Ihnen eine Geschichte erzählt worden sein, die auf wunderbare Art und Weise zeigt, wie Fragen von Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Kultur in einem Projekt zusammenkommen können. Es geht dabei um die Recyclingbörse Herford und es geht darum, dass es eigentlich keinen Müll gibt, sondern dass Müll immer nur etwas ist, was Ausgangsbasis für etwas anderes sein kann. Man kann auch mit Müllabfällen schreien. Der Dadaist Kurt Schwitters machte die Kritik am Kommerz zur Kunst. Andere Zeiten, gleiche Gedanken.
Oliver Schüppes Materie ist der Müll. Doch anders als Schwitters treibt ihn nicht die Armut nach dem Krieg, sondern die heutige Wegwerfkultur an. 7 Millionen Tonnen Möbel schmeißen die Deutschen jährlich weg. Aus Altem Neues machen. Recycling-Design ist für Oliver Schüppe kein Trend, sondern Philosophie. Da geht es eigentlich um die Idee der Lebenszyklusverlängerung von Möbeln, dass man darauf hinweist, warum wird denn der Konsum immer weiter beschleunigt? Warum versuchen denn schwedische Möbelhäuser oder Möbeldiscounter immer mehr zu offerieren, kauft euch nicht nur ein neues Möbel mit jedem Umzug, wie es in Deutschland wahrscheinlich schon der Fall ist, sondern mit jedem Quartal. Es gibt eine neue Saison, neue Farben, neue Formen, neue Furniere. Also es ist halt immer schnelllebiger wird und dass der Wert der Altmöbel also wirklich gleich null ist. 2008 hat er den deutschen Salon der Architekturbiennale in Venedig eingerichtet. Oliver Schüppe ist der wohl bekannteste Recycling-Designer Deutschlands. Anstoß war ein Beschäftigungsförderungsprojekt. Gemeinsam mit Ungelernten forschte er, was mit Müll möglich ist. Jetzt bauen er in Herford, ein Tischler in Hagen und karitative Werkstätten in Wien und Tel Aviv seine Modelle. Jedes Stück ein Unikat. Recycling-Design entschleunigt das Konsumverhalten. Ich baue ja immer mit dem, was ich auch da habe. Und wenn zum Beispiel einer bei mir 50 Regale in Eichel bestellt, würde das wahrscheinlich ein Jahr dauern. Dann müsste ich ein Jahr die Materialien suchen. Wenn ich aber sage, ich versuche einen schönen Patchwork-Misch, eine Mischung dahin zu bekommen, und dann kauft er die halt just in time, regional. Ich kann ihm sagen, es ist der Müll hier aus der Region und das ist halt wirklich das Spannende, den Leuten den Müll, also den Schrott zurückzuverkaufen. Schrott bekommt Oliver Schüppe von der Herforder Recyclingbörse. Seit fast 30 Jahren rettet sie Brauchbares aus Spenden oder Haushaltsauflösungen vor der Mülldeponie. Was noch funktioniert, wird in der Recyclingbörse zum Verkauf angeboten. Mit Erfolg. Die Herforder Müllquote ist ganz unten und der Gewinn finanziert etwa 40 Vollzeitstellen plus Aushilfskräfte. Die Börse schafft weit mehr, als Menschen nur zum Umdenken zu bewegen. Das Müll vermeiden ist die ursprüngliche Idee. Daraus entwickelt hat sich dann aber, haben sich die Arbeitsplätze, die daraus entstanden sind, und daraus wiederum die Idee, wenn man es schon wegwirft, kann man nicht doch noch vorher noch was damit machen. Und das etwas davor noch machen, das ist dann die Entwicklung, die im Kunst- und im Designbereich dann bei uns weiter vorangetrieben worden ist. Partner dabei das Kunstmuseum Martha Herford. Gerade wurde hier der von der Börse initiierte Recycling-Design-Preis verliehen. Gewinner in diesem Jahr Kuscheltiere von Lea Gerber und Samuel Quende aus Zürich. Ständig weggeworfen wegen des Ekelfaktors, nie Secondhand gekauft, bekommen sie ein neues Leben. Ebenso wie ausgediente Leitplanken oder Ton- und Filmbänder. Jetzt sind sie Papierkörbe. Mittlerweile nehmen 600 Designer am Herforder Recycling Design Preis teil, aus 36 Ländern. Das Interesse wächst. Ein japanisches Magazin wurde über den Preis auf die Recyclingbörse aufmerksam. Nach Fukushima beginnt auch in Japan ein Umdenken. Doch Müll zu verwerten ist nicht überall möglich. Wir haben zum Beispiel Produktion meiner Möbel, die jetzt in Israel produziert werden von einer Behindertenwerkstatt in Tel Aviv, die erstmal das Problem hat, überhaupt an den Müll ranzukommen. Da wird natürlich noch viel mehr deponiert. Oder es wird gleich verbrannt. Oder in Spanien, Barcelona hatten wir jetzt einen Kontakt. Oder ich war vorletzte Woche in Rom, habe einen Laden mit aufgebaut. Die meinten, da wäre es nicht so möglich. Und da ist es halt so eine Art Vorreiterrolle zu sagen, wir trennen viel mehr und kitzeln dann noch das Letzte wirklich raus. Die Suche nach dem verborgenen Sinn weggeworfener Dinge. Kurt Schwitters Philosophie. In Herford ist Müll wieder salonfähig geworden. Ein Beitrag von Susanne Christelli. Wir verfolgen das Online-Projekt Food for 2 weiterhin und stellen in der... Genau. Vielleicht jetzt nochmal als kleine Quintessenz. Also Sie kriegen ja einen Eindruck über die Art der Akteure, die solche Dinge tun und auch die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden. Jetzt in der filmischen Umsetzung nachlesen kann man das Ganze dann
entweder bei uns bei Futur 2 oder wir haben jetzt gerade zur Buchmesse unseren ersten Zukunftsalmanach publiziert, wo auch ein Teil dieser Geschichten in ganz altmodisch klassischer Form richtig auf Papier zu lesen sind, zusammen mit Szenarien für eine andere Mobilität und so weiter. Das will ich aber jetzt im Detail gar nicht sagen, sondern auch noch einen anderen Aspekt, der in diesen Geschichten drin liegt, etwas hervorheben. Und zwar geht es ja bei dem Ganzen eigentlich darum, nicht nur gute Geschichten zu erzählen, sondern auch Gegengeschichten, gegen eine gesellschaftliche Praxis zu erzählen, die, wie ich eingangs versucht habe zu sagen, verhängnisvoll ist, die in einer vollkommen falschen Richtung immer schneller läuft. Und wenn man jetzt davon spricht, dass wir nur durch das 21. Jahrhundert kommen, wenn wir von diesem Konzept der expansiven Moderne, die ihr Heil in der Überwindung von Tod und Sterben und so unangenehmen Dingen darin sieht, dass man versucht, von allem immer mehr, immer länger, immer mehr verfügbar zu haben, dass man da nur rauskommt, wenn man sagt, wir müssen den Paradigmenwechsel zu einer reduktiven Moderne schaffen, muss man feststellen, wissen wir gar nicht, wie das geht. Wir haben keinen Masterplan dafür. Wie kommt man von diesem expansiven Kulturmodell zu einem reduktiven Kulturmodell, das aber die zivilisatorischen Standards in Sachen Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Gesundheits- und Bildungsversorgung gleichwohl aufrechterhält? Das ist ja die zivilisatorische Aufgabe, vor der man steht. Und wir haben so gut wie kein Wissen darüber, wie das geht. Und wenn man diese Geschichten anders nimmt, nicht nur als gute Geschichten, sondern als Realexperimente, als Labore für Wegmarken, die man berücksichtigen muss, die man beschreiten muss, wenn man in eine zukunftsfähige, das heißt reduktive Moderne kommen will, dann kriegen die natürlich nochmal einen anderen Charakter. Das heißt, sie sind für uns auch im Grunde genommen sowas wie Laborbefunde, die man hier sehen kann, etwas, wo man lernen kann, in welche Richtung man eigentlich gehen muss. Letzter Punkt dazu, und dazu gibt es dann gleich auch noch ein kleines Filmchen und dann bin ich am Ende. Eines der verheerendsten Entwicklungen, die sich im Bereich der ganzen Öko- und Nachhaltigkeitskommunikation ergeben hat, ist, dass man eigentlich mit diesen ganzen Themen keinen Hund hinterm Ofen hervorholt, zumal dann, wenn er jünger als 50 Jahre alt ist. Diese ganzen Themen gehen an den berühmten jungen Menschen häufig komplett vorbei. Das ist auch natürlich ein Abnutzungseffekt, ein Gewöhnungseffekt. Jemand, der heute 30 Jahre alt ist, hat niemals etwas anderes gehört, als dass wir in Zeiten der ökologischen und Klimakatastrophe existieren. Ja, das muss man sich dann nicht in Vorträgen, Podiumsdiskussionen und so weiter reinziehen. Und ein Element unserer Geschichten und der Leute, über die wir erzählen, ist natürlich, dass diese Frage der dieses Tragens der Last der Welt auf den Schultern und der Aufgabe, dass man nun alles retten muss, über diese Themen überhaupt nicht gespielt wird, sondern die machen einfach etwas, was interessant sein kann und eben auch nicht nur für die üblichen Verdächtigen, sondern auch für die Jüngeren unter uns. Und dazu gibt es jetzt noch das letzte Beispiel und danach können wir in die Diskussion einsteigen. Das waren die Tipps von Yvonne Gögelein. Immer Ende des Monats erzählen wir Ihnen eine Kulturgeschichte des Gelingens. Es sind Stories aus der sogenannten Zukunftswerkstatt von Harald Welzer. Die Geschichten erzählen von Menschen, die sich aktiv einbringen und die Zukunft in die Hand nehmen. Heute geht es um die Musikwelt. Kaum einer weiß, wie sehr Musikkonzerte und Events die Umwelt belasten. Wir produzieren Abfall, verbrauchen eine Menge Energie. Es kommt zu CO2-Belastungen, alleine durch die Anreise. Ein Beispiel für eine umweltschonende Variante ist der Berliner Club SO36. Ein lustiges Partyvolk, das sich hier mitten in Mannheim versammelt. Sie wollen Spaß und sie wollen ihn schonend und nachhaltig. Ihr CO2-Fußabdruck soll klein sein. Auf zum Greener Mayfield Derby, dem Indie- und Elektro-Festival am Rande der Stadt. Also man kann schon sagen, das ist so der gemeinsame Aufbruch zu einem grünen Festival.
Und wir beginnen mit der Baustelle, die am allergrößten ist, das ist die Mobilität. Baustelle Mobilität. Ein Musikfestival hat den CO2-Ausstoß einer Kleinstadt. Allein 40% der Emissionen entstehen durch die An- und Abreise der Fans. Da gibt es Klimaschutzpotenzial, sagen Experten. Gut, sagen die Feierwütigen, dann nehmen wir eben das Fahrrad. Nach 30 Minuten sind sie am Ziel. Das Klima dankt es ihnen, das Festival auch, mit einem Überraschungsgast. Wir spielen jetzt ein Geheimkonzert, das heißt, ich spiele jetzt ein Geheimkonzert. Und ich glaube, es ist eine Belohnung für irgendeine Fahrtour-Action. Ich weiß es nicht genau, aber das ist auch besser so, dann bin ich nicht so aufgeregt. Tim Neuhaus, Geheimkonzert mit einem, der als Geheimtipp der deutschen Singer-Songwriter-Szene gilt. Exklusiv für die, die heute die Umwelt geschont haben. Und schon wieder schrumpft der CO2-Fußabdruck. Denn auch der Sound ist grün. Durch alle Kabel fließt Ökostrom. Der Betreiber des Festivalgeländes hat sich überzeugen lassen. Ja, ist geil. Gut, dass du es sagst. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch mehr genießen können. Aber jetzt finde ich es natürlich umso besser. Also eigentlich muss es ja so sein, idealerweise ein grünes Festival merkst du gar nicht. Wenn du als Gast auf einem grünen Festival bist, sieht es genauso aus wie ein anderes Festival. Vielleicht macht es ein bisschen mehr Spaß. Gegen die Alles-Scheiß-Egal-Mentalität. Für mehr nachhaltigen Spaß. 2008 hat Jakob Billerbell die Green Music Initiative gegründet. Dazu gehört auch grüne Clubkultur. Beispiel Club Mob. Wer zum verabredeten Zeitpunkt einen bestimmten Club stürmt, macht ihn fit für die Zukunft. 100% des Tresengewinns fließen in die klimafreundliche Sanierung des Clubs. Beispiel Sustainable Dance Floor. Die Tanzfläche als Kraftwerk. Wer hier tanzt, erzeugt Strom. Bis zu einem Zentimeter senkt sich der Boden ab. Die Bewegungsenergie führt über mechanische Federn zu vielen kleinen Generatoren. Pro Tänzer kommen so bis zu 20 Watt zusammen. Die Tanzenergie fließt in den Sound und zurück. Ein natürlicher Kreislauf einer durchtanzten Nacht. Das Spannende an der Musikbranche ist, dass sie eigentlich ein riesiges soziales Experiment ist. Also du gehst ja auf ein Festival, um zu experimentieren mit Musik, mit Licht, mit Liebe, mit Drogen, mit Alkohol, mit Erfahrung. Das heißt, du bist Teil eines riesigen Experiments. Und diesen Klimawandel, wie wir den aufhalten können, das wird auch ein riesiges gesellschaftliches, soziales Experiment brauchen. Wir haben genug geforscht, wir haben genug Wissenschaftler, wir haben genug Ingenieure. Jetzt müssen wir Wege finden, wie wir das in die Gesellschaft tragen. Und da ist ein Festival und die Musikbranche ein idealer Ort. Riesenfestivals wie das Melt mit 30.000 Besuchern hat Billerbells Initiative schon grün gemacht. 2010 gab es dort erstmals auch die Fahrraddisco. Strampeln für den Sound des DJ. Auch in Mannheim darf diese Disco nicht fehlen. Der Müll ist hier übrigens das geringste Problem. Auf Mülltrennung wird verzichtet. Der getrennte Abtransport würde den CO2-Ausstoß erhöhen. Wir haben hier sehr, sehr wenig Abfall. Und den Abfall, den wir dann sammeln, der kann sehr effizient wiederverwertet und recycelt werden. Und das schlägt eigentlich in der Umweltbilanz so am geringsten zu Buche. Jede Innovation braucht Unterstützer. Für das Grüne Festival in Mannheim hat sich die Green Music Initiative zusammengetan. Mit der Mannheimer Wirtschaftsförderung, der Popakademie, dem Clustermanagement Musikwirtschaft, der Veranstaltungstechnik von Session Music, der Klimaschutzagentur und natürlich dem Veranstalter. Geld, Ideen, Technik, Know-how und natürlich Musik. Funktionieren kann das alles am Ende nur, wenn auch die Künstler mitmachen. Der Rockstar ein Bad Guy? Diese Zeit ist vorbei. Heute sind echte Rockstars grün. Die Musikindustrie verändert sich gerade sehr. Geld verdient man heute mit Tourneen. So sieht die Realität aus, seitdem die Verkaufszahlen von Platten zurückgegangen sind. Also reisen wir die ganze Zeit. Und ja, ich denke, dass wir gerade als Musiker in Umweltfragen alarmiert sein müssen, weil wir ja Umweltverschmutzer sind, allein schon wegen unseres Jobs. Mit dem Rad zum John K. Samson-Konzert. Es ist eine schöne Geschichte des Gelingens. Die Zukunft der Musikindustrie erstrahlt hell unter energiesparenden LED-Lampen.
Und wenn es beim Feiern doch ein Morgen gibt, dann wird auch die Welt, um es im Futur 2 zu sagen, eine große schillernde Disco-Kugel geworden sein. Mit einem gewagten Gedanken. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich an dieser Stelle zunächst einmal herzlich Dank sagen für diesen wunderbaren Blick durch das Zukunftsfenster Futur 2.